In der letzten großen Pause geben die ABC-Schützen mal wieder Gummi, bevor es in die letzte Stunde geht. So, André. Pause vorbei, würde ich sagen. Ist schon wieder soweit, ne? Ich würde sagen, es ist Zeit. Dann geht's weiter, und zwar mit einem ganz wichtigen Thema. Alleine bleiben. Das können viele Hunde tatsächlich nicht, und das ist sehr, sehr einschränkend. Und wie man das beibringt, das zeige ich euch mit dem Carlos, weil da weiß ich, da gibt's schon Probleme zu Hause. Die 14 Wochen alte französische Bulldogge und ihr Besitzer sind ein Herz und eine Seele und verbringen viel Zeit miteinander. Ich fühle seit 10 Jahren schon eine französische Bulldogge. Ich finde die einfach unglaublich süß, und vom Verhalten aus sind so kleine Pausenclowns und auch so kleine Sturböcke, was vielleicht manchmal nicht ganz so gut ist, aber eine gute Herausforderung, und ich bin einfach jetzt schon verliebt in den Kleinen. So, Carlos und ich machen uns jetzt auf den Weg zu seiner Mittagsrunde. Anscheinend ist er noch nicht so motiviert. Die Fans stört das nicht. Der Influencer hat über 150.000 Fans, und Carlos ist der absolute Star auf seinem Profil. Carlos, ja, ist aber stürmisch ran. Komm her, Carlos, komm her. Ja, fein. Du schöner Hund. Ja, Carlos, ich geh mal kurz auf Toilette und dann komme ich gleich wieder, ne? Alles klar. Was? Ich soll alleine bleiben? Also mit dem Alleinsein ist definitiv auch das größte Problem. Allein schon, wenn ich dann halt mal für 5 Minuten, 10 Minuten im Badezimmer verschwinde, duschen gehe, mich einmal fresh mache und er dann wach wird, dann höre ich schon das Gejaule. Ich kann nicht keine 5 Sekunden alleine lassen. Stimmt, denn alleine bleiben findet Carlos sprichwörtlich zum... Genau. Richtig. Carlos, nein! Immer hat er sofort Angst, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr wiederkommen könnte oder dass er halt jetzt für immer alleine ist oder so. So gefühlt benimmt er sich dann. Und das müssen wir definitiv ändern. Höchste Zeit für eine Schulstunde im Loft. Und die klingt ganz nach Carlos Geschmack. Entspanne alleine. Wir haben schon mal was vorbereitet hier, und zwar so eine Hundebox. Hier geht es darum, dass mein Welpe sich sicher fühlt. Und genau das will ich, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich weiß nicht, ob der Carlos die vielleicht schon kennt. Das werden wir gleich feststellen. Das heißt, ich habe hier einfach mal Futter, schmeiß das da rein. Da hat er nicht lang gezögert. Mus, das passt nicht. Die ist ein bisschen zu klein für dich. Vielleicht bringst du den Mus mal raus. Komm. Kann der ein bisschen spielen. Und der Carlos lernt jetzt das alleine. Mus! Ja, fein! Ich arbeite da gerne mit einer Begrenzung. Das kennen die Hunde schon. Ja, jetzt würde ich ihn korrigieren, wenn er rauskommt. Mein erstes Ziel ist jetzt, dass ich mich innerhalb der Wohnung bewegen kann. Innerhalb der Wohnung bewegen? Geht klar. Hey, da haben wir jetzt den Moment. Ich korrigiere das. Der nimmt sich auch sofort schön zurück. Wunderbar. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weg, komme dann wieder und belohne das Verhalten. Und dann werden wir das Ganze noch mal steigern. Und zwar, ich mache die Türe zu und bin ruhig und warte mal 10, 20 Sekunden. Carlos nimmt's gelassen. Was man jetzt bitte nicht macht, wenn man wieder zurückkommt, sofort auf den Hund zulaufen, sondern ich gehe erstmal hier rein, ich stelle irgendwas von A nach B, warte, bis mein Hund sich weiter richtig beruhigt. Aber im besten Fall haben wir gar keine Aufregung, wie jetzt hier auch bei Carlos. Eva, lass uns doch mal beide gehen, vielleicht mit den Jacken, Jacke anziehen, Schlüssel dazu und aus der Haustüre raus. Dankeschön. So, und dann alleine, dass der Hund sieht, wie man sich anzieht, ist oft schon so ein Punkt. So, da waren jetzt fast alle Dinge dabei, die man so macht, wenn man geht. Vermeidet bitte Rituale. Also ich weiß, dass viele Leute sich immer von dem Hund verabschieden. Ja, und das führt oft zu Stress. Klappt gerade sehr gut beim Carlos. Macht da mal die Tür zu und wir verhalten uns mal ganz ruhig. Tür auf, wir sind wieder da. Auch das Training der Schlüsselreize gelingt jetzt hier beim Carlos sehr gut. Der ist entspannt, das erkennt man zum Beispiel daran, dass der Hund den Kopf ablegt. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. So, Emma ist die Nächste. Auch hier schauen wir jetzt erstmal wieder, kennt sie die Box? Für Emma offensichtlich nichts Neues. Wir bewegen uns mal ein bisschen weg, bleib aber in der Nähe. Hey, kann jetzt hier korrigieren. Und der Hund gibt das Tempo vor tatsächlich. Ist mein Hund entspannt, kann ich eine Stufe weitergehen? Ist er es noch nicht, muss ich diese Stufe noch weiter trainieren. Und guck mal. Wenn die sich jetzt hinlegt und entspannt, super Moment, um das Ganze mal zu belohnen.
So, ich würde sagen, wir gehen auch mal hier ein bisschen weiter weg. Ja. Die clevere Emma nutzt den Moment. Hey, so, jetzt ist es mal passiert, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich korrigiere das Ganze und führe meinen Hund mit Ruhe wieder zurück. Es geht nicht darum, wie lange es dauert, bis Emma jetzt wieder in der Box ist. Geh mal wieder rein. So, rein, rein, rein. Ja, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich mich da durchsetze und dass sie weiß, okay, ich muss jetzt hier bleiben. So, jetzt warten wir noch mal ungefähr die gleiche Zeit. Vielleicht ein bisschen weniger und dann komme ich wieder zum Belohnen. So funktioniert das Spiel. Super, Emma. Sehr gut. Das können dann die Besitzer zu Hause wunderbar weiter trainieren. Jetzt. Sehr gut. Und wie klappt's bei Eddie mit dem Alleinebleiben? Die Box kommt schon mal gut an. Theoretisch müssen wir ihn auch korrigieren, damit er weiß, er soll da drin bleiben. Wir testen mal. Bewegen uns ein bisschen weg. Alleine im Klassenzimmer? So, das waren jetzt schon mal ein paar Sekunden. Ist entspannt drin geblieben, aber rennt nicht direkt dahin. Und dann nach ein paar Sekunden irgendwann, zack, belohnen. Und wenn euer Hund da schon sehr routiniert ist, dann braucht ihr sowas auch gar nicht mehr mit Futter belohnen. Wir wollen ja auch da wieder von dem Futter weg. Ist einfach nur für den Anfang wichtig. Gehen wir noch mal raus? Ich bin schon hier. Das ist schön, Eva. Schon wieder ganz alleine? Wir gehen jetzt noch mal rein, aber schauen wir mal, was passiert ist. Nichts ist passiert. Ich glaube, bei ihm wird es definitiv schnell gehen, ja, weil er war total entspannt. Wir haben die Grenze bei ihm eigentlich noch gar nicht gefunden jetzt gerade. Eddie, jetzt. Sehr gutes Richtig Training. Richtig gut. Schon fast wieder Schulschluss. Die Grundschüler nutzen die letzte Pause des Tages, um sich noch mal auszutoben. Auf dem Pausenhof wird deshalb noch mal getobt. Nur Coco und Emma trainieren noch mal das Beifußlaufen, bevor die Eltern kommen. Und jetzt. Und am Ende sollte immer ein Erfolg stehen. Macht sie richtig, richtig gut, finde ich. Guck, ne? Mal. Coco, guck mal, wer da kommt. Da sind sie ja. Guck mal, guck mal, wer da kommt. Emma, geht mal dahin. Wiedersehensfreude bei den Schulkindern. Schön, dass ihr da seid. Wir haben nämlich hier gerade noch intensiv trainiert. Und zwar ein ganz wichtiges Kommando. Und zwar der Start von Beifuß. Eva, vielleicht kannst du mit der Coco das einmal vormachen. Erste Sache beim Beifußlaufen ist, wir brauchen unseren Handtouch. Kennt ihr? Und habt ihr auch gut trainiert, haben wir gemerkt. Und jetzt gehen wir in so ein kleines Startritual rein. Das heißt, ranziehen, drehen und dann wie eine Handbremse beim Autofahren hochziehen. Hund setzt sich hin und dann geht es los. Und zwar ist das Signal, zweimal klopfen auf den Oberschenkel und dann ist der Oberkörper zum Hund gedreht. So, klopf, klopf und dann quasi mit dem Handtouch gehen wir in die Übung rein, ziehen den Hund ein paar Schritte mit und dann wird nach vorne aufgelöst. Und so werden wir Stück für Stück dieses Beifuß aufbauen. So, Marc, willst du mal? Aber sicher. So, reindrehen, schwungvoll, klopf, klopf, Fuß sagen und dann geht's los. Mit der rechten Schulter steuerst du. Das sah schon fürs erste Mal ganz fantastisch aus. Coco, so gut gemacht. Und das ist eure Hausaufgabe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und nächstes Mal Videotraining mit Lina. Hündin Ilvi lernt ins Körbchen gehen. Körbchen. Naja, fast. Das ist falsche. Außerdem, das erste Kennenlernen mit einem Pferd steht an. Guck mal, da gibt's auch ein Küsschen. Sehr gut. Und für die Schulklasse geht's zum Zelten. Eddie, hast du keinen Bock auf Zelten, oder?